Okay, da gehe ich so schön hier lang. Was sehe ich da? Eine Schatztruhe, die wir übersehen haben. Und wir haben ein Schild da drin gefunden. Das ist bizarr, dass wir das übersehen haben, aber hey. Naja, was soll's. Rüsten wir das mal aus. Defense 33. Bräuchte eigentlich sie eher. Naja. Oh, ach ja, dazu müssen wir eine Hand frei haben. Hier so ein lästiges Schild. Was gab's hier noch alles? Equip. Feed. Buckel. Buckingham Palace, ne? Mal ehrlich. Wenn die rechte oder die linke Hand für Schild ist, Kopf für Hunting Helm, Torso Hunting Armor, Füße dafür, was zum Geil ist dann Buckel? Muss ich mal das Internet zur Rate ziehen? Okay, laut Internet, Leo und so weiter ist Buckel anscheinend eine Art Gürtel ist damit gemeint. Na gut, dann war ich ja hier. Ja toll, danke. Aber eigentlich wollte ich das nicht ausrüsten. Ich brauche noch mein Messerchen. Genau, weg mit dem Schild. Wir sind hart. Ja. Wir sind hardcore. Wir nehmen zwei Messer, nicht zwei Schilde. Das ist auch nutzlos, denn dann könnten wir nicht angreifen. Ich meinte, Messer und. Ah, fuck it. Okay, weiter mit dem Marsch durch die Landschaft hier. So, unser langer Weg ist wieder zu Ende. Wir sind draußen und machen uns jetzt auf den Weg zum zweiten Dungeon. Bevor wir dahin gehen, müssen wir natürlich erstmal. Ach ja, unsere Wunden heilen, unsere Vergiftungen heilen und neue Ausrüstung besorgen. So, das hätten wir jetzt ja auch. Wenigstens etwas Gutes hat der Marsch zurückgebracht, außer dem nutzlosen Schild, das ich jetzt verkaufen werde gleich. Mio hat endlich Level 7 erreicht und ist damit schlauer als Ries. Ja, na gut. Sollte sie auch sein als Roboter, außer sie wurde von Microsoft programmiert. Als erstes mal den nutzlosen Gegenstand verkaufen, verbrauchte Heilgegenstände zurückkaufen. Naja, oh, toll ist das spannend, oh ja. Oh Mann, erstmal verkaufen. Mal sehen, was hat der, was ich nicht brauche. Das war es eigentlich schon. Ah ja, den Schild. Genau, da ist noch was. Ich versuche lieber gar nicht erst den Saphir zu verkaufen. Wenn es nämlich eins von diesen gemeinen Spielen ist, dann ist das tatsächlich möglich. Jep, natürlich ist da noch irgendwas. Mio kriegt nämlich noch ein Monomaten-Ding und ein Antidoten-Ding. Genau, ab jetzt tragen wir regelmäßig zwei Esker-Pipes mit uns herum. Aus dem simplen Grund nämlich, dass wenn wir die mal vergessen nachzukaufen, dann sind wir nämlich in Schwierigkeiten im Normalfall. So habe ich dann noch eine letzte Chance, wenn ich meine Dummheit wieder mal zugeschlagen hat. Jetzt als nächstes brauchen wir bessere Waffen. Na gut, Kurzschwert. Das ist natürlich schlecht, weil das davon können wir nur eins tragen, nicht wie von den Messerchen zwei. Okidoki. Dann müssen wir eben nach Ilion weiterreisen, wie das Kaff heißt. Da wir gerade allerdings vergiftet sind. Das ist keine so gute Idee. Schauen wir mal stattdessen, ob wir hier Rüstung nachkaufen können. Nee. Ja, ist nur der Standardausrüstung. Und da haben wir ja schon alles, was wir haben könnten. Und bleibt uns also nur eins übrig. Ah ja, entgiften und dann übernachten. Einerseits ist das auch mal eine gute Probe aufs Exempel, um zu sehen, ob uns eine Übernachtung auch von dem Gift befreit. Schauen wir mal. Ja, pennen. Speichern. Und weiter geht's. Ja, yeah, jetzt sind wir Level 8. Und unsere Cyborg-Schwester ist Level 7. Wow, das klingt so beeindruckend, aber leider spielen wir hier nicht Dungeons & Dragons. Darum ist das eher mäßig. Wenn wir noch Mutanten, die uns mit einem Finger oder Klauenhieb in tausend Teile zerfetzen könnten. Und bevor ich dahin rede, ganz umsonst. Jep, wir sind immer noch vergiftet. Ah. Naja, zumindest haben wir gespeichert. Ja. Gut, dich brauchen wir nicht. Wir haben keine Toten, die wir mit uns rumschleppen.
Wieder mal zu der Schwester hier. Die ist so einsam mit ihrer Theke eingesperrt. So erstmal. Kuren. Ja. Genau, heilen wir mal den Roboter von der Vergiftung. Ah, ihr lustigen Programmierer von Sega. Und abwärts. Gut. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal übernachten. Na, habe ich jetzt keine Lust. Ich marschiere jetzt erstmal zu der nächsten Stadt. Da. Und dann, wenn ich noch nicht diese komische Telepipe habe, mit der ich da einfach rüber teleportieren könnte. Marschiere ich auf Schusters Rappen los. Dum-didel-dum-didel-didei. Diesmal muss ich mir über die Monster in diesem Abschnitt keine Sorgen mehr machen, weil wir so lächerlich stark jetzt schon sind, dass die eigentlich vor uns abhauen müssten. Aber nein, das tun sie nicht. Wenigstens können diese Küken uns nicht vergiften. Ja, die verschwenden eigentlich auch nur unsere Zeit. Andererseits sind die schneller besiegt, als ich abhauen könnte, also... Ah ja. Der ist allerdings am wichtigsten, denn der könnte uns vergiften. Das würde mir natürlich stinken. Und du stirbst jetzt erstmal. Wir haben wieder genügend Geld zusammen jetzt. 8 Meseten? Oh wow. Da haben wir hier eine Übernachtung fast wieder reingeholt. Dann sieht man... Das ist natürlich wieder das Übliche in solchen Spielen, dieses exponentielle Geld. Am Anfang kriegt man so wenig, dass es nicht mal für das Nötigste reicht. Und dann später wird einem das Geld nur so nachgeworfen, bis man in der letzten Phase dann nicht mal irgendwas hat, was man kaufen könnte. Und das Geld sich einfach nur nutzlos ansammelt, bis man 99 von jedem Heilgegenstand sich rumschleppen kann zu jeder Zeit. Naja, das hat ja auch den Grund, warum Sachen wie Ether in Final Fantasy zum Beispiel so absurd teuer sind manchmal. Weil die Programmierer genau wissen, irgendwann kommt so weit, dass der typische Spieler mit seiner Party einfach reinrennen und 99 von den Dingern kaufen kann, egal wie viel die kosten. Also machen sie die am Anfang absurd teuer und in den meisten Fällen auch noch absurd billig zu verkaufen, um zu verhindern, dass die Spieler da außer Kontrolle geraten. Es bringt natürlich nichts, weil es das Ganze noch sinnloser macht. Wie in dem einen Fall Final Fantasy 2 war das, glaube ich, wo man Ether irgendwann kaufen kann und es super teuer ist. Nicht im Remake, das habe ich nicht gespielt. Und am Ende macht es dann Dings da, sag mal schnell, genau. Und wenn man es verkaufen will, das Zeug, dann kriegt man nur ein Goldstück oder so. Na gut. Ich mach mir jetzt mit meinen Einkaufen hier weiter und besorge mir 2 Jagdmesser und vielleicht noch ein paar tolle Stiefel. Und wir sehen uns anschließend weiter, wenn es wieder spannend wird. Tüdelü. So, da sind wir wieder zurück hier. Nach einer erholsamen Nacht. Gemeinsam. Im selben Raum. Und wir haben unsere Aufträge erfüllt. Wir haben haufenweise Items nachgeholt, die wir vielleicht brauchen. Wie man hier so schön sieht. 2 Escape-Pipes für den Fall, dass wir mal ganz schnell irgendwo abhauen müssen aus einem Dungeon. Reese hat Level 8. Mir hat ein Level weniger, ist aber trotzdem schlauer. Und sie ist ausgerüstet noch mit derselben Sache, praktisch gleich. Aber auch so hat sie immer eine Angriffskapazität von 50 und eine Verteidigung von 36. Während Ries... Naja, er hat jetzt an Damage 52 und 36. Was ja nicht so toll, nicht so schwach ist. Und das verdankt er jetzt diesen neuen, tollen... Hunting Knives, diesen Jagdmessern. Die sind besser als die Küchenmesser, mit denen er offensichtlich vorher ausgerüstet war. Und da wir jetzt echte Jagdmesser in der Hand haben, können wir jetzt einen auf einen gewissen Australier machen und losmarschieren in die Höhle im Osten, wo wir die ganze Zeit schon hin wollten. Diese Höhle im Osten, ja, wo das Monster mit der Frau hingegangen ist. Wo wir aber nicht rein konnten, weil wir keinen Saphir hatten. Aber jetzt haben wir diesen Saphir und können da hinmarschieren. Hey, ja, Mann, das war sowas von sinnlos. Vor allem, weil er uns den Saphir einfach gegeben hat. Wieso klaut er den Saphir, um ihn uns einfach nur zu geben? Ah! Vielleicht wird es hier nochmal erklärt. Ja, genau. Dann werde ich auch nicht drauf wetten, so tötet hier. So, sterbt Küken. Sind wir wieder auf dem Weg nach Osten. Oh ja, und die Viecher hier nerven, wie üblich. Aber diesmal sterben sie zu schnell, um irgendwas Gefährliches zu tun. Denn wir sind ja auch schneller geworden. So, jetzt sind wir hier in den Bergen bald wieder. Ah, anscheinend sind wir auf dem richtigen Kurs. Denn wenn Monster auftauchen würden, die zu stark für uns sind oder mit denen wir nur mit Mühe fertig werden würden, könnte das auch heißen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Zumindest in diesem relativ frühen Punkt. Ich schaue mal auf meinen Monitor nach, wo wir überhaupt sind.
da irgendwo. Naja gut, weiter nach Osten, dann treffen wir schon irgendwo die Höhle, wo wir hin wollten. Ach kommt. Ah man, irgendwann wird einer ja mal vorbeikommen und sich fragen, warum hier überall tote Küken herumfliegen. Diese Viecher müssen sich ganz schön schnell ver... Ah, da ist ein Tempel. Vielleicht können wir da jetzt rein, wo wir den Saphir haben. Naja, zuerst wollen diese dieses Komiker, du Ratte und Küken, uns nochmal sprechen. Aber Ries hat keine Lust und benutzt seine Jagdmesser an ihnen. Ja, ich weiß, hier waren wir schon mal. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Eine Stimme kommt von oben. Nur Layana dürfen hier rein. Haut ab! Naja, gut. War ein Versuch wert, aber wir kommen um die Höhle, die wir jetzt rein mal spazieren dürfen, wohl nicht herum. Naja, dann demnächst Höhlenzeit. Da wir jetzt an der äußersten Grenze sind, müsste ja die Höhle hier irgendwo sein. Vorausgesetzt, diese Viecher lassen uns mal da dran, ne? Ah, kommt. Wenn das so weitergeht, noch 40 Kämpfer ungefähr und wir müssen anfangen zu heilen. Das ist stinkig. Zumindest kann unser Cyborg aus irgendeinem Grund heilen. Und wir sind ohnehin stark genug, dass wir diese tollen Fähigkeiten, die wir haben, gar nicht brauchen. Genau. Doppelhieb und weg bist du. Komische Kröte, du. Ja gut. Okay, nochmal auf den Monitor. Und schauen, wo wir sind. Wir sind hier. Jep. Wir müssen dann anscheinend nach Norden, oder was? Dum, di, dum. Ja, das ist natürlich toll. Beim letzten Mal haben wir es doch geschafft, dahin zu marschieren. Ach, das Viech wieder. Dich lassen wir hier gar nicht Feuer spucken. So, nach einem kurzen Biss bist du tot. Und ist das jetzt hier endlich? Jep, da ist die Höhle. Hoffentlich ist es die richtige. Wir haben hier mehr als eine. You've been ambushed. Nein, Ratten und Hundeattacke. Aber keine Angst. Mühe schaltet die Ratten aus. Und Ries haut seine Jagdmesser in den Hund. Rambo-Style. Und gewinnt den Kampf. Jep. Demnächst Cave Adventures. Hä? Blockt? Wir können nicht rein? Okay, da haben wir wohl irgendwas übersehen. Okay. Jetzt muss ich mal eine Sekunde nachdenken. Du. Ihr müsst natürlich in der Zeit nicht warten.